Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen beim Tierlist Wednesday. Wir würden uns heute mit den Rückkehrern der Bundesliga beschäftigen. Also manche Spieler haben jetzt eine lange Verletzungspause gehabt, Rotsperre, was auch immer. Und ich werde heute die besten Comebacks in Kickbase bewerten. Ganz viel Spaß damit und let's go. Und da sind wir auch schon drin in der Comeback-Tierlist. Bevor das Ganze losgeht, würde ich mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Hallihallo meine Lieben, ich wollte euch nur kurz mitteilen, ich werde heute Abend live auf Twitch sein. Nach 3 Monaten gibt es mein Twitch-Comeback. Dort wird es nicht nur explizit Kickbase geben, ihr könnt natürlich auch weiterhin Kickbase-Fragen stellen. Immer gerne gewünscht im Chat. Ich werde mal ein bisschen zocken oder was auch immer machen. Check gerne mein Twitch ab, würde mich sehr freuen heute Abend um ca. 19 Uhr live auf Twitch. Auch hier die 1000 Likes voll. Generell der Support aktuell ist völlig Banane, von daher erstmal vielen, vielen Dank dafür. Supportet natürlich auch gerne wie immer diese Tierlist. Ja, ich habe überlegt gehabt, soll ich die Cheap Beasts machen oder soll ich die Comebacker machen, wenn ihr auch Bock habt auf eine Cheap Beast Tierlist. Ihr könnt mir generell für die Tierlisten immer gerne Ideen in die Kommentare schreiben. Ich mache da wirklich sehr, sehr gerne das, auf was ihr am meisten Bock habt. Deswegen gerne in die Kommentare schreiben und auch gerne die Tierlist hochliken, die ihr gerne sehen würdet. Dann sehe ich einfach, okay, da hat jemand, keine Ahnung, 200 Likes auf der Tierlist. Die sollte ich auf jeden Fall mal machen. Dann mache ich die natürlich sehr, sehr gerne nächste Woche. Wir beginnen jetzt, wie gesagt, mit den Comebackern in Kickbase und starten das Ganze mit Alter Kiel vom VfB Stuttgart. Neuzugang vom FC Burnley, ist die ganze Zeit verletzt gewesen, ist jetzt diese Woche teilintegriert ins Mannschaftstraining eingestiegen, wird aber laut eigener Aussage und ich glaube auch laut Vereinsaussagen noch ein bisschen brauchen. Ich bewerte das Ganze so, wenn er dann zurück ist, wird es dann letzten Endes lohnenswert sein. Also aktuell würde ich noch nicht drauf gehen, weil obviously er ist noch nicht fit und dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie drauf zu gehen. Ich glaube schon, dass der in irgendeiner Art und Weise dieses Jahr eine coole Rolle beim VfB spielen kann. Kann aber auch direkt sagen, der VfB hat so viele Optionen auf der Innenverteidigerposition dann. Alle ungefähr auf einem ähnlichen Level, also keine, die jetzt da klar rausstechen. Und ich glaube einfach, dass es dann ziemlich hart wird für ihn, sich da felsenfest durchzusetzen. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ich glaube aber deswegen, weil er noch brauchen wird und weil er jetzt auch sehr, sehr lange verletzt war, ist glaube ich seit Februar oder so verletzt, das wird dauern. Ich denke, ab der Rückrunde ist damit ihm zu rechnen. Stand jetzt würde ich da noch auf jeden Fall die Finger von weglassen. Ich packe ihn in die Sancho BVB-Kategorie rein. Kurz zu den Kategorien. Ich habe mir überlegt, was waren die krassesten Comebacks in der Fußballgeschichte. Wir haben natürlich Liverpool, das Champions League-Finale 2005. Dann haben wir das, was war 7-6 oder so, was Barcelona aufgeholt hat gegen PSG 2017. Große EM ist dann mit Tier. Ja, war ein passables Comeback, aber hätte viel krasser sein können, hätte aber auch viel schlechter sein können. Sancho BVB war dann schon eher semi-geil letztes Jahr und dann natürlich die Cvangciara-Season 23-24, das war ein einziges Desaster. Der hatte gefühlt 20 Comeback-Chancen und hat sie nie genutzt, deswegen lowest tier. Wir bleiben im VfB Stuttgart, wir bleiben auf der Innenverteidigerposition und gehen weiter zu Anthony Rouault. Er war jetzt auch durch die Schulterverletzung an den ersten beiden Spieltagen raus, ist jetzt diese Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen und dürfte damit dann ab der nächsten Woche, oder ich denke jetzt nicht zum nächsten Spieltag, da wird Chase nochmal starten, aber ab der Woche drauf könnte er dann derjenige sein, der neben Chabot wieder seinen Platz einnimmt, wovon ich auch ehrlicherweise ausgehe. Ich bin weiterhin von ihm überzeugt, ich finde, das ist ein super Fußballer und umgekehrtes Beispiel zu Alder Kiel, glaube ich, dass er jetzt halt eben noch ziemlich viel Relevanz haben wird in der Hinrunde. Solange Zagadou noch verletzt sind, solange, wie gesagt, Alder Kiel noch verletzt sind, wird Rouault diesen rechten Innenverteidigerposten meiner Ansicht nach fest haben und deswegen sehe ich ihn in der zweithöchsten Tier. Den kann man auf jeden Fall eintüten. Ich würde ihn auch, wenn er jetzt bei uns auf den Markt kommt, kaufen und da gerne einen Nuller riskieren und dafür dann ab der nächsten Woche in Stuttgart Stamm-IV für sehr, sehr wenig Geld haben. Für das heiße Tier glaube ich, dass er dann doch das ein oder andere Mal rausrotieren wird, aber in Barcelona-Tier packe ich ihn auf jeden Fall am Ende rein. Bleiben nochmal beim VfB in der Innenverteidigerposition mit Dan X Zagadou. Ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass ich den in irgendeiner Art und Weise hier höher packe. Ist vielleicht ein Hot Take, aber ich persönlich bleibe komplett von ihm weg. Das liegt zum einen daran, Linksfuß, ne? Also letzten Endes wird er, normalerweise sollte er First Choice sein, wenn er fit ist. Aber es war halt letzten Endes auch eine Kreuzbandverletzung. Die werden da absolut nichts riskieren. Also ich sage weiterhin, die nächsten 1-2 Monate wird der kein konstanter Starter sein. Er wird mit Sicherheit mal Startelf spielen. Er wird mit Sicherheit seine Chancen bekommen. Ich sage einfach, es ist kein Spiel, auf den ihr euch verlassen solltet. Ihr werdet mindestens um die 10 Millionen bezahlen. Es gibt so viele Verteidiger dieses Jahr in dem 10-Millionen-Bereich, die ich einfach lieber hätte, weil sie safe spielen. Und deswegen Dan X Zagadou packe ich ganz unten mit rein. Ich gönne es ihm von Herzen, dass es nicht passiert. Ist ein hammergeiler Typ, aber ich glaube, dass einfach diese Verletzungsmisere, die er immer hat,
plus eben diese Rückkehr aus der sehr langen Kreuzbandverletzung zu hart ist, dass der dieses Jahr in Kickbase, abgesehen jetzt von Saisonendphase oder Rückrunde, das kann ich jetzt obviously noch nicht einschätzen, aber ich sage zumindest mal in der Hinrunde, wird er keine wirkliche Relevanz haben, dass ihr den Week in, Week out aufstellen könnt. Wir gehen weiter zu Bayer Leverkusen. Da haben wir natürlich mit Ezequiel Palacios die vielleicht prominenteste Rückkehr in dieser Liste. Ich habe ihn gestern schon in den Kaufempfehlungen genannt, also da ist dann quasi schon meine Meinung natürlich ein bisschen mit eingeflossen. Ich finde einfach, er kostet 18,8 Millionen. Das ist so schweinegünstig, dass es einfach lohnenswert ist, den zu kaufen. Ich glaube sowieso, wenn er fit ist und halt auch wirklich fit ist, dann ist er absolut First Choice neben Granit Xhaka gesetzt. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, wenn er First Choice ist, dann würde er aller Voraussicht nach in der Champions League spielen und dann in Robert Andrich oder Alex Garcia in der Bundesliga. Das ist natürlich drinne, das kann ich aber nicht einschätzen. Ich sage einfach nur generell, Ezequiel Palacios ist ein unglaublich geiler Fußballer. Ich bereue es ein bisschen, dass ich bei uns nicht drauf gegangen bin. Er wurde dann vor so 5 Tagen an den Markt verkauft, ohne dass was geschrieben wurde. Ich hätte ihn tatsächlich gerne mitgenommen, weil ich wirklich dran glaube, dass der echt cool sein kann. Ich sage Barcelona, PSG für das höchste Tier. Glaube, ich würde dann viel zu viel rotieren. Ich sage aber, wie gesagt, er ist ein übertrieben geiler Spieler, ein übertrieben geiler Kickbase-Punkter. Den sollte man sich eintüten. Joachim Mähle kehrt jetzt auch nach langer Zeit zurück, wurde ja in der Vorbereitung wirklich wüde, weil gegen Como haben die, glaube ich, gespielt. Er wurde da ganz, ganz böse umgetreten, hat da irgendwie eine miese Sprunggelenksverletzung gehabt. Ist aber jetzt auch vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining und auch hier erwarte ich eine Menge. Es liegt zum einen daran, dass er sehr günstig ist mit 6,4 Millionen, also da kann man schon mal auf jeden Fall allein aufgrund des Marktwertes zuschlagen, aber ich glaube, unter Hasenhüttl kann der richtig, richtig geile Punkte machen. Ist er sowieso jemand, der vom reinen Potenzial her eine Menge mitbringt, wurde nie so richtig eingesetzt, wurde nie wirklich gewertschätzt. Das ist eigentlich ein 10 von 10 Kickbase-Spieler. Die Frage ist halt, wie gut ist Wolfsburg dieses Jahr? Da habe ich noch meine Fragezeichen. Und die andere Frage ist, kann er jetzt konstant relativ schnell fit werden? Beim zweiten würde ich ja sagen, wirkt für mich wie ein sehr disziplinierter Profi, hat auch die Reha gut durchgezogen. Ich glaube, dass der recht zügig wieder in der Startformation des VfL Wolfsburg aufzufinden sein wird. Und dann ist einfach ein geiler Spieler. Ist wirklich einfach ein geiler Spieler. Packt den euch ein. Ich packe ihn in die zweithöchste Tier. Ich berechne natürlich auch ein bisschen Preis-Leistung, deswegen könnte man sogar überlegen, dass der richtig geil ist. Dafür will ich aber erstmal sehen, wie der VfL Wolfsburg performt und ob er das, was er eigentlich kann, auch endlich mal beim VfL Wolfsburg zeigen kann. Wir gehen wieder zurück zum VfB Stuttgart. Joscha Wagnumann. Schwierige Personalie. Er ist jetzt zurück, wird jetzt vielleicht auch nach der LSP direkt starten, hat jetzt vor der LSP schon Einwechseleinsätze bekommen. Ich bin ein bisschen gebrandmarkt, was Joscha Wagnumann angeht. Ich finde ihn eigentlich saugeil, aber er ist halt nie so wirklich der überkrasse Kickbase-Punkter gewesen. Und der VfB wirkt ja deutlich schlechter im Vergleich zum letzten Jahr. Ist ja immer noch keine schlechte Mannschaft, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist das bisher ein bisschen schwierig, was wir davon sehen. Ich glaube nicht so wirklich dran, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Ich würde ihn bei Alda Kiel auf eine Stufe setzen. Ist zwar jetzt available und jetzt gesetzt und vielleicht sogar über die ganze Saison gesetzt, ist aber auch jemand, der immer mal wieder kleinere Knocks, kleinere Probleme hat, wenn diese Mehrfachbelastung kickt. Und die wird ja ab nächster Woche kicken, dass wir wirklich jede einzelne Woche Champions League Wochen haben, was wirklich crazy ist, plus DFB-Pokal, plus was weiß ich. Ich glaube, der wird auch das ein oder andere Mal rausrotieren, auch mit dem werdet ihr nicht wirklich glücklich werden. Er wäre mir trotzdem lieber als Dan Ex, einfach weil er jetzt schon verfügbar ist und auch einfach ein bisschen fitter ist, Stand jetzt. Wird aber auch nicht unbedingt drauf gehen, deswegen Sancho BVB 23-24. Christian Jakic, mache ich kurz und schmerzlos, also Augsburg hat mir bisher gar nicht gefallen. Es ist ein defensiver Sechser, der eigentlich cooles Punktepotenzial mitbringt, das hat er letztes Jahr schon beim FC Augsburg gezeigt. Ich glaube aber ehrlicherweise überhaupt nicht dran. Deswegen, ich packe ihn ganz unten mit rein. Vom Augsburg-Sechser bleibe ich weg, vor allem nach dem Saisonstart, den die Augsburger hingelegt haben. Finger weg von dem Mann. Wir kommen zu Leroy Sané. Ich habe das Gefühl, ich wache jeden Morgen auf und habe eine andere Meinung zu Leroy Sané. Das ist so schwer einzuschätzen. Um euch dann so ein bisschen abzuholen, grundsätzlich wird er nach der LSP ein potenzieller Kaderrückkehrer sein. Also er ist fit, er ist im Mannschaftstraining, er fühlt sich gut. Er meinte selber, er wird natürlich noch ein bisschen brauchen, das ist natürlich klar. Ja, aber es ist so schwer einzuschätzen, weil Gnabry macht es einfach unglaublich gut. Eigentlich müsste Sané auf der Olise-Seite spielen, aber Olise sehe ich halt wirklich felsenfest gesetzt. Gesetzt sieht man, oder gesetzt kann es beim FC Bayern sowieso nie geben, weil die auch, wie gesagt, wie der VfB Stuttgart jede Woche englische Woche haben werden. Aber ich möchte natürlich bewerten, wird er größtenteils spielen oder werden Gnabry und Olise größtenteils spielen? Wenn man das rein von dieser, was ich eben auch angesprochen habe, mit Palacios, diese Rotationsperspektive betrachtet, dann ist eigentlich sogar geiler, wenn Sané vielleicht nicht First Choice ist, wenn Gnabry und Olise First Choice sind, weil Sané dann in der Bundesliga starten wird
Und Stand jetzt gehe ich tatsächlich davon aus. Ich glaube, dass Serge Gnabry und Olise wirklich felsenfest gesetzt sind und Sané dann einfach der Third-Choice-Winger ist. Dann kommt erst Kingsley Coman. Und ich glaube, dadurch wird er das ein oder andere Mal in der Champions League nicht starten und dafür in der Bundesliga starten, was natürlich für Kickbase extrem geil ist. Deswegen sage ich, Sané ist einfach jemand, den man eintüten muss für knapp über 30 Millionen. Das ist einfach ein Risiko, was man eingeht, um potenziell einen Spieler zu haben, der den 140er, 150er, 160er Average fahren kann. Er ist einfach ein überragender Fußballer, ein richtig geiler Kickbase-Spieler. Ich sage, den muss man eintüten. So, deswegen packe ich ihn das zweithöchste, nicht in das höchste, dafür müsste er konstanter Starter sein. Das wird dieses Jahr bei den europäischen Top-Mannschaften nicht möglich sein. Ich packe ihn aber, wie gesagt, hier bei Barcelona, zumindest auf den Rotationspositionen. Es gibt natürlich Positionen, die immer spielen, aber Flügelposition wird viel rotiert werden, deswegen Barcelona. Aber ich sage aber trotzdem, der ist einfach geil. Packt den euch ein. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, Sané mitzunehmen. Saliakas, ich packe die mal zusammen, weil ich sowohl Saliakas als auch Skripski als knapp über 2 Millionen kostende Spieler, Rückkehrer bei relativ schlechten Mannschaften gleich einranken würde, sind für mich beide Spieler, die tatsächlich ein cooles Punktepotenzial mitbringen. Skripski aufgrund dessen, dass er viele Scorer machen könnte und die Elfmeter bei Kiel schießt. Und Saliakas hat auch schon den einen oder anderen Standard bei den Paulianern geschossen. Und auch hier für knapp über 2 Millionen, oder jetzt mittlerweile fast knappe 3 Millionen, ist er auf jeden Fall immer noch ein Stil, jemand, den man sich cool als Lückenfüller einpacken kann. Deswegen Saliakas und Skripski finde ich beide cool. Kann man beide machen, aber da kann man jetzt nicht das krasse Ceiling an Punkten erwarten. Deswegen nur die mit Tier. Und damit wir auch die obere Kategorie mal ein bisschen befüllen, haben wir jetzt Matze Ginter mit im Gepäck und ich packe ihn ganz oben mit rein. Ich finde, Matze Ginter für um die 15 Millionen ist ein absoluter Stil. Das ist jemand, wo ich wirklich dieses Jahr ein 105er, vielleicht sogar ein 110er Average erwarte. Ich glaube, der kann richtig, richtig geile Punkte machen. Vor allem, wenn Freiburg weiterhin so guten Fußball spielt, dann ist er einfach übertrieben geil. Genau dasselbe gilt für Noah Atubolu, waren jetzt beide einfach zum Saisonstart verletzt, waren beide super lange raus gewesen, sind beide super günstig und beide für mich 10 von 10 Kaufempfehlungen. Kann man sich beide zu 100% einpacken, eintüten, mehr muss ich dazu nicht sagen. Beide sehr, 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 sehr geil. Moritz Jens, ich habe sogar legit überlegt, den in die oberste Kategorie zu packen, weil ich glaube, das ist das, was ich auch vor der Saison gesagt habe, wenn Mainz einen geilen ZIV verpflichtet, dann kann der auch übertrieben gute Punkte machen. Ich habe mich nicht ganz getraut, weil ich erstmal sehen will, wie der jetzt bei Mainz performt, aber ich sage wirklich, Moritz Jens ist eine 9 von 10 Kaufempfehlung. Also der kratzt hier wirklich an der obersten Tier. Ich finde den richtig, richtig geil, auch vor allem für den Preis. Nicht mal 8 Millionen kostet der, das ist so übertrieben günstig. Auch, wie gesagt, auf jeden Fall eintüten. Geiler Mann, wird bei Mainz auf der ZIV-Position noch geile Punkte machen. Mainz, wisst ihr, ist eine geile Defensivmannschaft, wo er auch das ein oder andere Mal zu Null spielen wird. Jetzt kommt das geile Programm, also er startet quasi with a bang. Ich glaube, dass der direkt wirklich ein 100er Average fahren kann. Für die nächsten Spiele, wohlgemerkt. Nicht über die Saison gesehen, obviously, aber über die nächsten Spiele ist das ein Stil vom Herren. Wir haben noch zwei Dortmunder und einen Leipziger. Ich fange mal an mit Willi Orban. Ich habe auch überlegt, ob ich Willi Orban ganz oben reinpacken soll. Und ganz ehrlich, ja, muss man machen. Muss man machen. Wenn ihr den, im besten Fall läuft der bei euch nächste Woche ab, also nach dem Spieltag. Das wäre übergeil, wenn die Leute ihn nach der Roten verkauft haben und er dann wieder draufkommt und ihn dann kaufen könnt, dann wird der auch weit unter 20 Millionen kosten, um die 16, 17, 18 Millionen. Ich habe eben angesprochen, bei den europäischen Top-Mannschaften gibt es kein Stammpersonal. Der ZIV, der Abwehrboss, ist immer gesetzt und das ist Willi Orban auch. Deswegen für mich, das ist halt das Geile, als er jetzt diese 3,24 Millionen gekostet hat, habe ich gesagt, kann man mitnehmen, aber nicht krass overpayen. Jetzt ist er um 6, 7 Millionen gefallen und jetzt ist er wieder ein absoluter Steal. Man kann also auch von roten Karten profitieren, außer man ist der Besitzer, dann ist es schwierig. Aber wenn Willi Orban, der wird in den meisten Ligen verkauft worden sein. Er ist jetzt kein, ich erwarte legit bei Willi Orban genau dasselbe Punktebild wie bei Matze Ginter. Also ein 105er, vielleicht sogar 110er, vielleicht sogar ein 115er Average. Und das für 16, 17 Millionen ist eigentlich ein Stil. So, wenn jetzt noch ein bisschen fallen wird, übertrieben geil, packt den euch ein. Super, super günstig. Wir haben noch zwei BVBler. Fangen wir mit Jan Couto. Ich heb mir Serhou Guirassy für den Schluss auf. Jan Couto, ich glaube, ich beliebe da als einziger deutlich mehr als andere. Der steht halt jetzt, es ist halt jetzt wirklich der Breaking Point. Ihr könnt jetzt quasi den Stil der Saison machen, weil ihr da quasi einen Light Hakimi auf der Schiene bei Dortmund bekommt. Ihr könnt aber auch vollkommen reinkacken, jetzt wieder 20 Millionen ausgeben, der noch fallend ist, wohlgemerkt. Und dann spielt er nicht. Das ist halt scheiße. meine persönliche Tendenz wäre, wenn er jetzt auf den Markt kommt, ganz ehrlich, fuck it, ich gehe das Risiko ein. Ich packe ihn trotzdem nur in die Mid-Tier, weil es auch, wie gesagt, mies in die Hose gehen kann. Ich believe und meine subjektive Meinung ist halt wirklich second highest tier. Also ich würde ihn hier bei Barcelona reinpacken, aber meine rein objektive Meinung, wenn ich das versuche, so rational wie möglich zu sehen, muss ich in den Mid-Tier reinpacken, weil er halt immer noch ziemlich teuer ist und dementsprechend halt noch das Risiko zu hoch ist, um ihn irgendwie höher einzuschätzen.
Der letzte Spieler ist dann Serhou Guirassy. Und auch hier für mich quasi rinse and repeat dieselben Argumente wie bei Leroy Sané, nur dass er halt viel eher gesetzt ist, übertrieben geiles Punktepotenzial mit sich bringt. Das Einzige, warum ich ihn nicht in die oberste Kategorie packe, ist, er war jetzt halt schweinelange raus. Und sowas ist halt immer schon ein Faktor, den man mit einberechnen muss bei Spielern. Das scheppert schon rein, der wird seine Zeit brauchen, da richtig reinzukommen. Und man hat immer so ein bisschen diese Ungewissheit, schafft er es konstant fit zu bleiben. Das ist für mich wirklich so eine große Sache, die ich im Hinterkopf habe, wenn man bezahlt halt direkt schon 40 Millionen Base-Marktwert, was eine Menge Geld ist. Ich werde einfach minimal vorsichtig, aber wenn ihr den jetzt eintüten könnt, dann müsst ihr es eigentlich machen, weil das auch jemand ist, ähnlich wie Leroy Sané. Da ist halt wirklich von 120 bis 170 am Punktepotenzial im Average alles drin. Deswegen, ich muss ihn da reinpacken, auch wenn ich selber immer noch so ein kleines bisschen Bauchschmerzen habe aufgrund des Marktwertes. Und das, meine lieben Freunde, war die Tierlist der Comebacker. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, ich bin auch heute Abend live auf Twitch. Ist natürlich klasse, dass ich das am Ende des Videos sage. Aber wer da Bock hat, gerne ein Follow bei Twitch lassen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere vorbeikommt. Wohlgemerkt, kein spezifischer Kickbase-Stream. Ihr könnt natürlich Kickbase-Fragen stellen. Ich freue mich immer bei Kickbase-Fragen, aber ich werde da zocken. Ich weiß noch nicht was, aber wie gesagt, gerne mal bei Twitch heute Abend reinschauen. Das war's von mir, Freunde. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.